Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Train Simulator, während wir gerade im Karlsruher Hauptbahnhof hier noch einen Güterzug mit Holz durchfahren lassen oder durchfahren sehen, sitzen wir im ICE 4, im neuen ICE 4, im Bordrestaurant und schauen uns einfach diesen wunderschönen Innenraum dieses Zuges an. Also das ist schon ein Detail gerade, da haben sie nicht Unrecht gehabt, den es bisher noch nicht gab. Und ich finde auch was ganz cool, was ich jetzt nochmal ganz kurz zeigen möchte. Wir könnten nämlich zum Beispiel auch eine ganz neue Art des, einen ganz neuen Simulator spielen, und zwar den DB Bordrestaurant Simulator, indem wir uns hier hinter die Theke stellen und einfach mal ein paar Snacks verkaufen. Nee, also das ist schon unglaublich. Guckt euch allein mal diese Tassen hier im Bordrestaurant an. Was hier, die Teller sind alle modelliert oder beziehungsweise haben alle eine Textur und so. Also, das ist ein Detail gerade. Unglaublich. Also, ich bin begeistert immer noch. Und wir sitzen uns aber jetzt mal vorne in den Zug und sehen hier gerade einen schicken ICE 3 noch einfahren in Karlsruhe Hauptbahnhof, wo wir heute stehen. Und zwar fahren wir heute die Strecke Karlsruhe-Mannheim, nicht ganz bis Frankfurt, die Strecke geht ja bis Frankfurt. Aber zumindest im Abschnitt, wo wir zumindest mal ordentlich schnell fahren können. Und mal, ich möchte mal zeigen, wie schnell der Zug fahren kann. Beziehungsweise wir wollen mal sehen, wie schnell der Zug, wie das aussieht, wenn der Zug 250 km/h fährt. Das ist ja die Höchstgeschwindigkeit des ICE 4. 250 km/h, und die wollen wir heute auch mal ausfahren. So, dafür müssen wir jetzt aber erstmal den Zug vorbereiten. Dafür müssen wir Federspeicherbremse lösen, also erstmal Fahrtrichter nach vorne, Federspeicherbremse lösen, dann müssten wir kurz die Bremse lösen. Störung. So, kurz dann freischalten. Störung. Dann schalten wir noch ganz kurz die Führerraum besetzt. Sicherungssysteme ein. Die PZB, die SIFA und die LZB. Was wir natürlich auch brauchen, ist die AFB. So. Die können wir schon mal einstellen auf die 40. Und dann kann es eigentlich auch schon losgehen, würde ich sagen. Kann man vorne Licht anschalten. Ich meine, tagsüber nicht, aber so. Ja, sieht man sogar ein bisschen das Licht, das ist gut. Manche Züge sieht man es gar nicht. Haben wir auch ein Fernlicht, mehr oder weniger. Brauchen wir heute aber nicht. Aber wir fahren schon. Mit Zugspitzensignal braucht man schon. So. Dann würde ich sagen, auf geht's. Leistung aufschalten und dann sollte es losgehen. Tut es auch. Sehr gut. 40 Ausfahrt sehen wir hier vorne am Signal. Und es ist wieder immer ein sehr leises Anfahren. Ich finde es unglaublich, wie leise dieser Zug ist vom Anfahren. Aber da die Ersteller so viel Mühe sich bei allen gegeben haben, werden sie nicht beim Anfahrgeräusch geschludert haben. Und ich glaube, das ist einfach so, dass dieser Zug so leise ist am Anfahren. Du hörst da gar nichts, wenn der losfährt. Aber ist cool. SIFA, immer dran denken. So. Mal langsam hier aus dem Bahnhof rausfahren. Gleich haben wir dann 60. Die wir fahren dürfen. Da vorne dann auch schon 140. Können wir uns auch schon mal befreien. Oder auch nicht. Jetzt. Zugbeeinflussung. Genau. Aus dem Startprogramm. Können dann die 60 schon mal einstellen. Da vorne sind wir, glaube ich, auch EZB. Ja, da vorne, irgendwo da hinten sind wir EZB geführt. Da vorne ist das EZB-Signal. Sehr gut, EZB-Zeichen. Das heißt, wir sind jetzt EZB geführt und können dann SIFA den Zug auch automatisch fahren und bremsen lassen. So. Jetzt können wir erstmal schön auf die 140 beschleunigen. Nicht zu schnell, wir wollen ja nicht die Leute durch den Zug schmeißen hinten. Und ich würde sagen, ich begrüße erstmal die Fahrgäste. Sehr geehrte Fahrgäste, wir begrüßen noch alle in Karlsruhe zugestiegenen Fahrgäste im Intercity auf der Fahrt nach Frankfurt Hauptbahnhof. Unser nächster Halt ist Mannheim Hauptbahnhof. Wir wünschen eine angenehme Fahrt. Ladies and Gentlemen, welcome on board to the Intercity Express to Frankfurt Main Station. Our next stop is Mannheim Main Station. We wish you a pleasant journey. So.
ja noch ein bisschen über die Stadt Karlsruhe hinweg, über den Bahndamm. Aber noch schön ohne, natürlich schön für den Simulator, schlecht für die realen Anwohner, Lärmschutzwände. Aber so schnell fahren die Züge ja auch nicht. Obwohl 140 fahren die, wenn die Güterzüge durchfahren. Und dann wird das schon etwas lauter. Aber ich glaube, hat Karlsruhe ja auch eine Güterumkehrung? Weiß ich nicht. Ich glaube nicht, ne? Und fährt, glaube ich, auch zwischen Hauptbahnhof durch. Es gibt ja so einige Städte, zum Beispiel Hannover hat eine Güterumgehung. Da fahren die Züge einmal um die Stadt außen rum. Und müssen nicht durch den Hauptbahnhof. Das ist schon ganz praktisch. Ab und zu schon, aber das ist dann meistens, wenn einer irgendwie zum, keine Ahnung, wahrscheinlich irgendwie, wenn er direkt in der Stadt irgendwo einen Gleisanschluss irgendwo was liefern muss, wenn es überhaupt noch Gleisanschlüsse gibt. Es gibt ja nicht mehr viele Firmengleisanschlüsse. Leider. Weil zu viel Verkehr auf der Straße. So, da haben wir schon 200 gleich. Karlsruhe-Haxfeld. Das sind die 200. Jetzt muss noch einmal der Zug daran vorbei. Und jetzt können wir zumindest schon mal auf 200 beschleunigen. Und dann schauen wir mal, ob wir die 250 schaffen. Da noch ein ICE-Kollege. Mit einem ICE 3, der ein bisschen mehr drauf hat, also von Geschwindigkeit her. Aber wie gesagt, die ICE 4 reichen die 250 eigentlich auch aus. Weil der in Deutschland, wie gesagt, relativ oft auch gehalten wird, auch ein ICE. Die höchste Klasse des Fernverkehrs hält relativ häufig im Gegensatz bis zu Frankreich, wo deutlich weniger gehalten wird. Dann wirklich nur an den richtig großen Städten. Bin mir nicht sicher, aber ich glaube, es ist so. Bin noch nie in Frankreich Zug gefahren. Habe ich immer mal vor, mit dem TGV wirklich zu fahren. Am besten mal nach Paris rüber. Das wäre cool. Den Zug mal von Berlin nach Paris. Ich glaube, muss in Frankfurt umsteigen. Da kannst du auch in Köln oder so umsteigen, ich glaube. Ich weiß nicht, wo der TGV überall lang fährt. Manchmal ist ja auch ein ICE, der bis Paris fährt. So. 180 haben wir schon mal. Die ICE-Verkehr heute hier auf der Strecke. Wie gesagt, ist ein schnelles Szenario, deswegen lädt der einige Züge hintereinander. Und dann kann es mal vorkommen, dass ein paar ICEs hintereinander lädt. Aber auf der Strecke liegt ja wahrscheinlich auch ein bisschen Fernverkehr. So, irgendwie haben wir nur 280 im Moment. 200 müssen wir nochmal draufschalten. Ich habe mich schon gewundert, warum die 200 nicht ausfährt. So. Dann können wir uns gleich einfach mal hinten in den Zug reinsetzen. Einfach nochmal gucken. Ah, kommen wir hier irgendwo an die Seite. Genau, so. Sehr schön. Ist doch immer wieder schön. Dieser Innenraum ist genial. Und dann noch so aus dem Fenster zu gucken. Also man fühlt sich echt hier. Das ist cool gemacht. Hier auch mit dem Fahrradabteil. Ist, glaube ich, zum ersten Mal, dass ein ICE ein Fahrradabteil hat. Vorher hatten die also zum Fahrrad aufhängen und sowas. Ich glaube, die anderen hatten das, glaube ich, nicht. Hatten die anderen ICEs überhaupt Mehrzweckabteile? Ich habe noch nie einen gesehen. Müsste ich machen. Muss ich gerade überlegen. Bin mir gar nicht so hundertprozentig sicher. Die Intercities hatten es ganz am Ende immer. Im Steuerwagen. Oder am Anfang, kommt daran, wie drum der Zug fährt. Sie fahren. Dann lassen wir ihn gleich doch mal mit 200. Quatsch, so. Mit. Kann man von der Seite auch nochmal eine Ansicht haben? Bitte? Von der Seite, bitte? Nochmal von der Seite, bitte? Weigert sich. Aber so geht's auch. So. Jetzt probieren wir es nochmal. Ich will von der Seite eine Ansicht haben. Nee, von hier macht er nur von oben. Dann mal nochmal von oben. Auch cool. Sehr cool. Wie gesagt, mit dem Zug werde ich noch ein bisschen Spaß haben. Den werde ich bestimmt noch öfter fahren. Also wir fahren auf jeden Fall noch. Wahrscheinlich nächste Folge wird nur ein ICE-Szenario. Ich fahre jetzt auf einmal dreimal den Zug hintereinander. Das nehme ich mir jetzt einfach mal raus, weil ich Lust drauf habe.
Und das wird danach aber auch nicht das letzte Mal sein, dass wir diesen Zug fahren. Der wird öfter auf diesem Kanal noch erscheinen, denke ich. Und macht auch wieder richtig Lust auf Train Simulator. Ich habe ja ab und zu letzter TSW gespielt, wenn auch nicht so häufig auf dem Kanal. Sehr viel. Aber Fernverkehr gibt es halt bisher nur im Train Simulator. Und auch die vernünftigen Schnellfahrstrecken. Ich habe gehört, dass der TSW noch nicht bereit dazu sei, wirklich so Schnellfahrstrecken zu erstellen. Obwohl man in England ja schon eine 200er Strecke hat. 200 km/h Strecke hat man das schon in England. Also das könnte man in Deutschland wahrscheinlich auch mal bauen. So eine 200 km/h Strecke Sie zumindest. fahren. Das wäre ganz cool. Da mal so ein Intercity TSW hat oder so ein Train, also ICE. Aber Train Simulator hat natürlich auch wunderschöne Strecken und auch neue Strecken noch bekommen. Bremen, Münster, hier die Strecke Richtung Frankfurt. Da lässt sich schon sehr gut mittlerweile fahren. So, jetzt will ich aber nochmal. Jetzt kannst du mir den Zug mal von der Leiter anzeigen. Das wollte ich haben. Sehr, sehr schön. Jetzt geht es hier durch Graben-Neudorf und eigentlich müssten wir danach dann auch mal über die 200 hinausfahren können. Mit der Graben-Neudorf dürfte dann die schnellere Strecke beginnen. Hier noch eine einzelne Lok, die hier noch gerade rumsteht. 155 war es, glaube ich, gerade. Sie fahren. Güterzuglok. Warum das denn? Habe ich jetzt was übersehen? Habe ich nicht aufgepasst? Ich dachte, wir haben freie Fahrt. Ist wahrscheinlich den Zug einmal runterbremsen. Hören wir nochmal die Bremsgeräusche des Zuges. Sie fahren. So. Ich hoffe, dass wir die 250 dann hinten auch noch packen. Ich weiß gar nicht, ob wann wir dann 250 fahren dürfen. Aber bisher nur 200 freigegeben, ne? Sehr komisch. Normalerweise ist die Strecke nämlich auf 250 freigegeben. Bin ich immer auch schon gefahren auf der Strecke. So. Halten wir einmal an. Bremse wieder lösen. Klein mit warten, bis hier alles gelöst hat. Und dann müssten wir auch gleich wieder anfahren können. So. Kommen wir schon wieder los? Nein, noch nicht. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. Auch noch ein C. Dann müssten wir jetzt eigentlich schon loskommen. Voll gelöst. Ach, wir müssen wahrscheinlich die AFB einmal runterschalten. Einmal ausschalten. Sehr gut. Jetzt wieder hochstellen. Und jetzt können wir immer noch nicht anfahren. Also manchmal verstehe ich es nicht, warum ich mit dem Zug nicht loskomme. Manchmal ist es doch ein bisschen seltsam. Nee. Störung. 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 Führerraum besetzt. So. Jetzt noch mal. Störung. Störung. Nee, wir kommen nicht weg.
Federspeicherbremse. Ach, die Federspeicherbremse. Was Störung. Diesmal. Führerraum besetzt. Jetzt geht's wieder los. Sehr komisch. Vielleicht braucht er doch ein bisschen länger, um die Zwangsbremse zu lösen, dass ich einfach ein bisschen ungeduldig bin. Das kann ich mir vorstellen. Aber können wir nicht mal die 250 ausfahren? Das wäre ja doof. Ich will ja eigentlich die 250, deswegen fahre ich ja die Strecke. 200 sind wir ja letztes Mal schon gefahren. Müssten wir da irgendwo... Eigentlich müsste ja nur 250 irgendwo freigegeben sein. Verstehe ich. SIFA. SIFA. So, schnell die SIFA drücken. Das hat sich bei 9, glaube ich, stellt sich nicht automatisch ab. Warum können wir auf der Strecke keine 52 fahren? Das ist doch doof. Oder wir sind einfach vielleicht mal so dreist und fahren mal einfach 250. SIFA. Müssen wir nur die AFB abschalten. Ich will den mal 250 km/h sehen. Das ist dann natürlich nicht die feine englische, aber man kann hier 250 km/h fahren. Ich weiß noch nicht, warum das im Schnellfahrszenario nicht geht. Keine Ahnung. Obwohl, da kommt noch eine Schnellfahrstrecke. Vielleicht kommt das gleich noch. Wie haben wir denn bis zur nächsten Geschwindigkeitsbegrenzung? 9,9. Wir haben noch. Naja, das könnte noch sein, dass wir das noch ein bisschen später noch schneller fahren können. Da sind die 280. Da sind die 280. Ganz ruhig. Wir fahren die 250 noch. Sehr gut. Aber ich habe immer noch nicht ganz gerade nicht ganz verstanden, warum wir denn runtergebremst wurden. Muss irgendwas am Signal gewesen sein. So. SIFA. Dann haben wir gleich, können wir gleich die 250 auch schon ausfahren. Da freue ich mich drauf. SIFA. So, und jetzt. Eingeloggt. Das müsste sind die 250. Genau. Ich finde es krass, dass der Tacho bis 400 geht. Warum? Standard-Tacho, dass das irgendwie immer so ist, aber Auto ist es ja auch nicht. Das so. Obwohl, ein bisschen schneller ist es dann immer so. Aber warum geht der bis 400? Keine Ahnung, vielleicht ist es so ein Standard, weil das ist ja auch... Der Zug ist auch von Siemens. Vielleicht gibt es von Siemens einen Zug, der 400 packt. Weiß ich gar nicht. TGV sind ja von Französischen. Ich weiß gar nicht, sind die von wen sind die? Ach, wusste ich auch mal, wie die Firma heißt, die TGVs erstellt. Nun gut, jetzt fahren wir die 250. Gleich vor VMAX mit dem Zug. So, dann gucken wir uns das Ganze auch mal von außen an. So, einmal von außen drauf schauen. Von 4, aber noch eine andere Ansicht. Ich finde die von oben mal nicht so schön. Nee, macht nur von oben, gut. Oh, ist auch interessant. Nee, er nimmt keine von der Seite. Naja, gut.
Und dann klicke ich immer 1, obwohl ich gar nicht reingeben möchte. Auch nicht schlecht. So. 250. Höchstgeschwindigkeit dieses Zuges. Und wir sind dann auch gleich ganz schnell in 23 Minuten in Mannheim. Das geht echt schnell jetzt hier auf der Highspeed-Strecke. Sie fahr. So, hier nochmal ein bisschen Gleisvorfeld. Wo sind wir eigentlich gerade? Sind wir schon in Hockenheim? Da vorne kommt Hockenheim. Da schießen wir jetzt auch durch den Bahnhof durch. Ich glaube, da sind keine Bahnhofsgleise bei uns. Gibt es eine Höchstgeschwindigkeit in Deutschland, wie schnell man durch den Bahnhof schießen darf? Ich glaube nämlich nicht. Zugbeeinflussung. Da noch ein Gegenzug. Und jetzt sind wir weiterhin. Ich glaube, wir fahren jetzt aber auch 280 bis oder 250. 80 packen wir nicht. Bis Mannheim durch. Ich glaube, dann kommt gleich so ein Tunnel. Ich kenne die Strecke ja schon ein bisschen. Und dann sind wir schon in Mannheim Hauptbahnhof. Nächste Geschwindigkeitsänderung. Ich entscheide mal von dieser Ansicht, dass ich irgendwie nicht lesen kann. Das ist ganz zumindest nicht. 9900. Das heißt über 10 Kilometer. März 9900 bis zur nächsten Geschwindigkeitsänderung. Kann er nämlich nicht anzeigen. Dann geht's runter auf 250. Ja gut. Fahren wir trotzdem noch aus. Schneller können wir eh nicht. So, jetzt schauen wir mal, ob wir von außen mal drauf gucken können. Jetzt will ich ja von der Seite mal eine Ansicht haben. Hallo Zug. Von der Brücke ist auch cool. Das hat auch was. Jetzt von der Seite noch mal eine. Irgendwie habe ich kein Glück, heute den Zug von der Seite mal zu erwischen. Na ja, und dann klicke ich dran vorbei. So, jetzt. Das sind 250 km/h. Und wie gesagt, ordentlich gegen ICE-Verkehr. Das ist glaube ich schon der 10., den wir jetzt sehen. Na, was ist los? 250, die stören uns ja nicht, schneller kommen wir eh nicht. 190 ist dann schon bald. Macht da wie gesagt alles automatisch. Müsst nur aufpassen, wenn dann das LZB gleich endet, der LZB-Bereich, dass wir dann pünktlich noch bestätigen und es automatisch dann noch richtig einstellen. Jetzt geht er ordentlich in die Eisen hier. Um dann nach der Tunnel die 190 zu haben. Sie fahr. Dann nähern wir uns mit schnellen Schnurten Mannheim. Wir sind jetzt ziemlich nur 8 Kilometer entfernt. Also die Schnellfahrstrecke endet ja direkt vor Mannheim Hauptbahnhof. Also ein paar Meter vorher. 100. Das ist dann schon Bahnhofseinfahrt. Aber noch kein LZB-Ende angezeigt. Ich glaube, der endet, aber die LZB endet aber von Mannheim. Oder ist die gar nicht? Ich glaube, ja. Eigentlich vor größerem Bahnhof endet die immer.
Okay. Schade. Wir werden Mannheim nicht mehr erreichen. Oh, das ist ärgerlich. Dafür kann ich jetzt aber nichts. Das muss irgendwie. Schade. Fehler im Spiel. Kommt vor. Aber wir haben die 250 gepackt. Und das war mein Ziel heute in dieser Folge. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wo wir dann hoffentlich die Folge auch beenden. Oder die Aufnahme, wo es dann eine Überführungsfahrt geben wird von Hamburg nach. Weiß ja nicht. Von Hamburg nach Hannover oder Hamburg-Uelzen oder so. Mit dem ICE4. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Und tschüss.